Ich höre keine Schlange. Ich sehe auch nur die da. Wo zur Hölle ist diese Schlange hin verschwunden? Okay. Gehen wir mal hier durch. Ganz vorsichtig zwischen den Guillotinen. So, und von hier aus... Wow, jetzt habe ich mich gerade vor den Ritterstatuen erschreckt. Von hier aus können wir den da wegschießen. Genau. Das könnte eine Weile dauern. Aber es rentiert sich. Ups. Jojo, das kann wirklich eine Weile dauern, bis wir den da weggeschnippert haben. So, auf die anderen Pfeile wechseln. Und die dürften jetzt etwas mehr Schaden machen. Ja. Ich glaube, ich werde das Ganze mal zeitraffern. Weil das kann so gut und gerne 5 Minuten dauern. Dumm, die dumm, die dumm. Also ja, nachdem ich den hier getötet habe, gehe ich definitiv zu Framed und hole mir Splitter aus den grauen Ballrocken. Also Scherben, meine ich. Dumm, die dumm. Ja, das ist wirklich eine langweilige Methode, aber es ist die einfachste. Nur, dass sie ungefähr 5 Minuten dauert, weil wir immer mal wieder einen Pfeil in die Mauer vor uns jagen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viel Munition gekauft habe. Die andere Schlange hat ihren Weg nach oben nicht gefunden. Okay. Ja, genau. Flieg. Ist aber wenigstens lustig mit anzusehen. Man fühlt sich fast schon wie bei einer Belagerung. Man steht hier oben auf der Festungsmauer und schießt auf den Dämonen da unten. Und ich gucke immer mal wieder nur aus Paranoia, ob nicht gleich die der Schlangenwächter hier angerannt kommt. So, er ist gleich tot. Gleich ist er tot. Ja, er zappelt. Und jetzt müsste er tot sein. Genau. So, wir wechseln schon mal auf Sturzkontrolle und holen uns den Olasil-Elfenbeinbeschleuniger. Oh, und da drüben ist doch die Schlange. Ja, super. Die kommt uns gerade gelegen. Ja, genau. Lass dich von den Dingern rumschubsen. Und ich schieße dir einmal in den Kopf. Genau, fall wieder runter. Und stirb dabei. So, wir machen nämlich jetzt auch mal den Weg da runter. Dong, dank Sturzkontrolle schmieren wir nicht ab.
schnappen wir uns hier das Dämonen-Titanit. Und wenn wir schon mal gleich hier unten sind, versuchen wir es einfach von hier unten. Also erstmal schießen wir die Jungs hier weg. So. So. Gut, einer weg. Ah, du triffst uns von hier aus, ne? Aber wir dich auch. Genau, wenn wir dir die ständig in den Kopf schießen, bist du nicht nur mit Pfeilen gespickt, sondern du kannst auch nichts machen. Ey, wer hat dir erlaubt noch zu leben? Wer hat dir erlaubt mit Blitzen zu schmeißen? So. Kurz einen Schluck trinken. Und dich da noch erledigen. Ja, von hier aus sind wir sogar nah genug, dass wir schön viel Schaden bei dir machen. So, in den Kopf. So, und dann werden wir den da hinten los. Genau, wir sind nämlich jetzt hier so nah genug dran, dass wir genug Schaden machen. Dass er schneller runtergeht als sein Kollege. Ja, klappt eigentlich ganz gut. Den können wir auch nur auf die Weise besiegen. Am besten wir visieren ihn einfach so an, so sind wir mobiler nämlich. Und ich merke gerade, wir haben immer noch den Eisenring, den Rostring an, was auch ein Vorteil gerade ist, weil wir uns auf Teer bewegen. So. Du bist weg. Noch ein Dämonen-Titanit. Und wir können hier noch den Loot einsacken, den du hier bewacht hast. Eine Ritterseele und eine Sense. Jawohl. So, als nächstes könnten wir hier lang gehen. Hier haben sich nämlich auch zwei von denen eingenistet. Die allerdings etwas mehr aushalten als der andere. Also sie stecken auf jeden Fall viel besser ein. Au. Und können sogar austeilen. Nee, um die beide kümmere ich mich von woanders aus. Das ist mir viel, viel sicherer. Und dazu brauche ich auch den besseren Bogen. Deswegen geht es erstmal hier hoch. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Mal kurz überlegen, er ist auf plus 6. Das heißt, ich brauche insgesamt noch 7 Splitter. Das heißt also, ich muss 3 graue Brocken opfern. Um ihn ganz abzugraden. Ach ja, und übrigens, hier ist ein Secret. Hier kommen wir nämlich zu dem Ritter, zu dem Riesen, der uns das Tor geöffnet hat. Hallo, Riese. So. Den lassen wir erst einmal nach uns kicken und schlagen. Der ist ja zum Glück relativ langsam. Aber wenn das kommt, sollten wir ganz schnell Abstand zu ihm nehmen. So. Weil jetzt können wir ihm ordentlich eins auf die Hucke geben. Er ist nämlich kurzzeitig betäubt, nachdem er den Angriff macht. So.
Also die Riesen hier sind uns nicht freundlich gesonnen, auch wenn sie uns das Tor geöffnet haben. Dafür hinterlässt er uns schon mal einen grauen Brocken. Und graue Brocken können wir definitiv gebrauchen. So, wieder abwärts bitte. So. Hier die Seele aufsammeln. Und dann hier runter wollen. So, jetzt zurück zu Fremd. Und wenn ich richtig sehe... Nö. Die Falle ist immer noch entladen. Mit der Zeit laden sich die nämlich automatisch wieder nach. Also nicht nur, wenn wir am Leuchtfeuer rasten. So, auf zu Fremd. So, rasten sparen wir uns. Ich wechsle mal kurz wieder auf meinen Talisman. Obwohl ich jetzt bei Petrus mal den besseren Talisman kaufen sollte. Genug Seen haben wir ja. So. Du bist kein Problem mehr. Du bist kein Problem mehr. Und du auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich vorsichtig vorgehe. So. Abwärts, bitte. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, Schildparade benutze ich eigentlich so gut wie nie, weil ich das nicht wirklich kann. Okay. Petrus? Oh, Merk. Gegenstand kaufen, nämlich den Torolund-Talisman für 5000. Come again. Ja, seitdem wir wissen, dass er sie einfach verlassen hat, braucht er nicht mehr ganz so scheinheilig tun, auch wenn er mit uns immer noch nicht richtig spricht. So. Fremd. Tag, Fremd. Ja, ich würde gerne graue Brocken verfüttern. Yep. Und noch einen grauen Brocken verfüttern. Und noch einen grauen Brocken füttern. Farewell, chosen. Gut. Oh, was ich noch machen könnte jetzt mal, ist die Rüstung verbessern. Dazu habe ich ja jetzt, wie viele Scherben, kleine Scherben habe ich? Ja, das dürfte genug sein, um die Rüstung etwas zu verbessern. Wenn ich die verfüttere ich noch an Fremd ein paar grüne Splitter. Zwei Stück, dann habe ich definitiv genug zum ja. Grüne Scherbe füttern. Und noch eine grüne Scherbe füttern. Danke. Farewell. So, jetzt habe ich definitiv genug grüne Scherben, um meine Rüstung ordentlich zu verbessern. Weil noch eine kleine Weile wird uns diese Rüstung erhalten bleiben. Deswegen will ich sie wenigstens auf plus 3 bringen. Und ja, für alle, die Dark Souls bzw. Sens Festung kennen, ich bin mir im Klaren, dass man in Sens Festung auch noch graue Scherben findet. Aber so ist es mir lieber. Dann hole ich mir lieber auf einmal einen Haufen Scherben, verbessere meinen Bogen und verbessere auch ein bisschen meine Rüstung. So, sind hier noch alle tot? Ja. Sehr gut, alles ist tot. Dann werden wir jetzt Bogen und Rüstung verbessern.